Hail to the King, Baby! Bei all den Remakes, Reboots und Remastern kann man sich schon die Frage stellen, wieso niemand ein neues Duke Nukem anfassen möchte. Nun ja, die Antwort ist so einfach wie beängstigend. Lasst mal drüber reden. Hi, ich bin Andy, willkommen bei Screenfire. Bevor wir uns in die Welt der Macho-Allüren und Bullenschweine begeben, vergesst nicht am Ende des Videos ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Wer Lust hat, mir auch privat zu folgen, der kann das gerne über Instagram tun. Dort findet ihr mich unter dem Usernamen TheJediBird85. Wollt ihr uns über das Video hinaus unterstützen, findet ihr in der Beschreibung einen Link zu unserem Partner Holy Energy. Mit dem Code SCREENFIRE bekommt ihr einen Nachlass auf eure Bestellung. Duke Nukem ist ein Produkt seiner Zeit. Dabei ging der Protagonist, der Duke, einen ähnlichen Weg, wie ihn auch Bruce Campbell in Evil Dead, aka Tanzer Teufel, gegangen ist. Erst mit dem dritten Teil wurde der Charakter so richtig berühmt und ikonisch. Duke Nukem 1 und 2, welche 1991 und 1993 erschienen, waren auch keine Ego-Shooter, sondern ein 2D-Plattformer. Das grobe Design des Dukes war zwar vorhanden, aber erst mit dem 1996 erschienenen Duke Nukem 3D bekamen wir den Charakter, an den wir heute alle denken, wenn man von der Reihe spricht. 4-mal mehr, aber tendenziell weniger erfolgreiche Spin-offs und 7 Mobile- und Handheld-Games sollten folgen, bis 2011 endlich Duke Nukem Forever erschien. Naja, endlich ist hier relativ, denn der vierte Teil der Hauptreihe enttäuschte von Fachpresse bis Fans eigentlich jeden. Das hatte aber weniger mit dem Humor im Spiel zu tun, sondern mit unzähligen Bugs, einer hakeligen Steuerung und altbackenem Game Design. Es waren viele Kleinigkeiten, die da am Ende zusammenkamen und die ganze Reihe dadurch zu Grabe getragen haben. Und trotzdem, der Duke gilt auch heute noch als ikonische, wenn auch angestaubte und anachronistische Figur unter den Spielern, die damit aufgewachsen sind. Ein theoretisches Potenzial für ein Remake oder endlich mal eine gute Fortsetzung. Wieso traut sich da niemand dran? Nun ja, wir leben im Jahr 2022 und Humor ist ein einziges Minenfeld geworden. Der Duke selbst konnte bereits damals schon als Persiflage zu den Actionhelden der 80er Jahre gesehen werden. Und wodurch zeichneten sich Stallone, Schwarzenegger, Van Damme und Co. aus? Richtig. Lösungsansätze, die ausschließlich in der Ausübung von Gewalt bestehen, wobei sie natürlich fast immer die Oberhand haben, cheesy One-Liner, folgenloser Konsum von Alkohol und Zigaretten, eine Mittelfingerhaltung gegen die Partei, die die Oberhand hat und natürlich das Selbstbewusstsein, jede Frau erobern zu können, die man möchte und damit Erfolg zu haben. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe diese Art von Filmen genossen und liebe sie noch immer. Und nicht, weil sie für mich ein Bild toxischer Männlichkeit zeichnen sollen, welches damit gesellschaftsfähig wird. Darin ist ja wirklich nichts nacheifernswert. Es ist einfach eine stumpfe Fantasie, einfache Lösungen zu komplexen Problemen. Jetzt könnte man natürlich auch hier wieder die alte Diskussion wieder anheizen, inwieweit Medien uns beeinflussen und unser Verhalten steuern. Bei den 80er Jahren Actionstreifen ist die Debatte eh rum ums Eck, aber bei Duke Nukem wird es interessant. Denn der Duke ist nicht nur ein Abziehbild dieser Actionhelden, er ist eine Parodie darauf. Egal ob Gewalt, Sexismus oder einfach nur kindisches oder pseudo-cooles Verhalten, der Duke treibt es so dermaßen auf die Spitze, man kann ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Er ist nicht cool, er ist eigentlich lächerlich und sich dessen selbst überhaupt nicht bewusst. Das hat fast schon so ein bisschen was von Johnny Bravo, der auch mehr in sich selbst verliebt ist als alles andere. Stanley. Und hier fängt meine Sorge an. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ein satirischer Ansatz ist bei einer Figur nicht mehr möglich, weil die übertriebene Darstellung zu ernst genommen wird, vielleicht sogar als bare Münze angesehen wird. Darf Kritik und Satire nur noch geradeaus präsentiert werden und sich keiner Interpretation mehr bedienen? Aber das Problem zeigt sich auch von der anderen Seite, von den Kritikern. Der neue Predator-Film Prey wurde ja auch schon als Vogue betitelt, nur weil eine Frau die Hauptrolle spielt und sich in einer männerdominierten Gesellschaft durchsetzen muss. Leute, solche Stories gab es auch schon vor 20, 30 Jahren. Darin ist erstmal überhaupt nichts Vogue. Beide Seiten sind hier total bissig geworden. Die einen bekommen einen hysterischen Schreikrampf, weil sich irgendwer irgendwie irgendwo eventuell verletzt fühlen könnte.
und die andere Seite überinterpretiert jeden Schnipsel, als wäre er aus der Goebbelschen Propagandamaschinerie entsprungen. Und genau das ist der Grund, warum ich glaube, dass es aktuell keine Möglichkeit mehr gibt, ein Duke Nukem-Spiel auf den Markt zu bringen. Doch es gibt trotzdem einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ein Testballon sozusagen. Ihr habt alle sicher schon von Cobra Kai gehört, die Serie zu den Karate Kid Filmen, die durch die Bank weg gute Wertungen erhalten hat. Die Macher der Serie, Josh Heald, John Hurwitz und Jaden Schlossberg, sind dabei, einen Duke Nukem Film zu produzieren. Viel ist darüber noch nicht bekannt, aber wenn man das gesellschaftliche Klima berücksichtigt, ist es definitiv eine Herausforderung. Aber sind wir mal ehrlich, wann haben wir denn schon mal eine wirklich gute Videospielverfilmung gesehen? Silent Hill hat zumindest optisch die Atmosphäre eingefangen, der Rest war eher so meh. Hinter dem geplanten Projekt steht die Firma Mahler Studios. Neben Duke Nukem befinden sie sich außerdem in der Vorproduktion zu Brothers in Arms, Sniper Elite, Heavy Rain 2 und Smite sowie einigen anderen Projekten. Was können wir also vom Duke erwarten? Um ehrlich zu sein, ich befürchte, es wird ein CGI-überladenes Actionfeuerwerk, bei dem jeder Spruch des zigarrenrauchenden Machos auf die Goldwaage gelegt wird. Es stehen hinter einem Film ja nicht nur Autoren und der Regisseur, sondern auch Produzenten, die möglichst auf Sicherheit bauen wollen. Niemand will einen Shitstorm. Um einen aus meinen Augen erfolgreichen Film zu produzieren, müsste das Machwerk anecken. Und zwar nicht nur bei einer Seite, sondern bei allen. Jeder, der diesen Film sieht, müsste sich in irgendeiner Form auf den Schlips getreten fühlen. Es wäre nicht nur sofort ein gesellschaftlicher Spiegel, sondern würde auch gut zur Art des Dukes passen. Er könnte sich quasi treu bleiben, ohne sich an eine Haltung anpassen zu müssen, die er gar nicht hat. Der Schlüssel liegt hier eher in der Reaktion der Leute um ihn herum. Die können und sollen sich empören. Wenn Dukes Verhalten jedoch komplett unreflektiert bleibt, dann liegt es ja wieder beim Zuschauer, das Ganze einzuordnen und darüber nachzudenken. Etwas, was ich ja, wie schon gesagt, nicht mehr als machbar einschätze. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen sollte. Und gerade weil ich lange darüber nachgedacht habe und es erst nicht machen wollte, dachte ich mir, ich muss es machen. Der Witz an der Sache ist, ich möchte niemandem zustimmen. Weder möchte ich sagen, dass man überhaupt nicht sensibel auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen soll, noch dass es vollkommen egal ist, welche Intention eine Person hat. Beides ist wichtig. Ihr könnt mir an der Stelle mal sagen, wie ihr zu dem Thema steht. Und eine Bitte an euch, bleibt in den Kommentaren freundlich und sachlich. Beleidigungen oder hohle Phrasen vergiften nur das Klima noch mehr. Würdet ihr euch über eine Neuauflage von Duke Nukem freuen oder seid ihr der Meinung, das Thema ist durch? Vielleicht denkt ihr, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es kann nur schief gehen, weil aus dem Duke ein veganer, gendernder Softie gemacht werden würde. Wobei das, wenn man es so richtig auf die Spitze treiben würde, ja auch schon wieder extrem lustig sein könnte. Ein Duke, der quasi Vergebung für sein unmögliches Verhalten aus der Vergangenheit sucht und dann vollends in die andere Richtung eskaliert. Wäre ja auch eine Form von Kritik. Wie ihr es auch seht, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.